Insbesondere bei fortgeschrittenen Tumoren aus dem Bauchraum können sich Tumorzellen vom Primärtumor lösen und sich diffus in der Bauchhöhle verbreiten. Sie können dort an unterschiedlichsten Stellen anwachsen und führen zu einer sogenannten Peritonealkarzinose, also zum Bauchfellkrebs. Bis vor wenigen Jahren war die Behandlung des Bauchfellkrebses eine palliative Behandlung. Heutzutage sind wir in der Lage, durch operative Strategien und eine anschließend durchgeführte Chemotherapie, die direkt in den Bauchraum gegeben wird, diese Tumorart erfolgreich zu behandeln. Es hängt allerdings sehr stark davon ab, wie stark ausgeprägt die Peritonealkarzinose im Bauchraum ist. Bevor eine erfolgreiche chirurgische Therapie des Bauchfellkrebses erfolgen kann, ist es sehr wichtig, sich einen Überblick über das eigentliche Ausmaß der Tumorerkrankung im Bauchraum zu verschaffen. Aus diesem Grund betreiben wir eine ausführliche Diagnostik, unter anderem auch durch Laparoskopie, das heißt durch eine Bauchspiegelung. Steht die Indikation zur operativen Therapie fest, so erfolgt zunächst die sogenannte chirurgische Zytoreduktion. Dabei werden alle sichtbaren Tumorauflagerungen in der Bauchhöhle entfernt. Sobald dieses geschehen ist, wird eine sogenannte HIPEC, eine hypertherme intraperitoneale Chemotherapie, also eine erwärmte Chemotherapie, welche hoch dosiert ist, in die Bauchhöhle eingebracht und über einen Zeitraum von 90 Minuten gespült. Man führt die HIPEC durch, um Tumorzellen, welche in der Bauchhöhle verblieben sind und für das chirurgische Auge nicht mehr sichtbar sind, erfolgreich abzutöten.